Ich bin Benny Kählin und meine grosse Leidenschaft ist das Fliegen. Früher auch das Wingsuit Fliegen. Mein Traum vom Fliegen war, das Fliegen wie ein Vogel zu erleben. Wenn mir jemand sagt, ich bin lebensmüde, dann kann ich das gut nachvollziehen. Von außen sieht es so aus, als ob man lebensmüde ist. Ich weiß überhaupt nicht. Ich habe normale Risikoeinschätzungen wie du und ganz andere auch. Ich bin Tamara Jetzler. Meine grosse Leidenschaft ist Fliegen und ich bin Co-Pilotin bei der Helvetic Airways. Etwas vom Spannendsten in der Fliegerei ist Wetter. Das Wetter ist einfach etwas Wunderschönes. Also grosse Wolkentürme daran vorbeifliegen, man sieht zum Teil drinnen blitzen. Ich bin Fabian Moser und meine Leidenschaft ist Skispringen. Mein Traum ist es, in diesem Jahr 140 Meter weit zu springen. Wenn es dieses Jahr nicht geht, wird es nächstes Jahr gehen, sicher. Und ja, ein Traum wäre auch noch, an einer Olympiade mitzumachen. Aber dafür muss ich streng arbeiten. Ich bin Michelle Heimberg und das Wasserspringen ist meine Leidenschaft. Ich habe die Augen offen beim Springen. Gerade bei einfacheren Sprüngen kannst du dich orientieren an einem Beckenrand oder an einer Lampe im Hallenbad. Aber bei schwierigen Sprüngen hast du sie zwar offen, aber nimmst nicht wirklich viel wahr. Wenn du gerade einen 3,5 vorwärts machst, dann machst du erst nach 3 Salten, siehst du etwas und dann weisst du, du musst öffnen, aber sonst in den Drehungen selber siehst du nichts. Mein Name ist Dario Meier und meine Faszination ist Fliegen. Im Vergleich zum Motorflug ist beim Segelflug speziell, dass man eben keinen Motor hat. Das heisst, man ist abhängig von Aufwind. Oder sogenannte Thermik. Ja, das macht es halt sehr strategisch. Man kann nicht sagen, man fliegt jetzt heute von A nach B, sondern man muss genau wissen, man muss sich das genau einteilen. Oder? Ich fliege dort hin, entweder geht es dort oder es geht nicht. Dann habe ich noch so viel Höhe, dass ich wieder zurückkommen kann oder nicht. Mein Name ist Marius Höcker und meine Leidenschaft sind Papierflieger. Ich habe als Kind schon immer gerne gebastelt und gefaltet und bin so auch zu den Papierflügen gekommen. Aber dann so richtig die Leidenschaft an Papierflügen habe ich dann später entdeckt, als ich durch mein Lieblingsfach Physik dann auch zu einer Maturarbeit gekommen bin, wo ich über Papierflüge dann auch geschrieben habe. Und habe dann das später dann auch wettkampftechnisch weitergezogen, wo ich dann da auch Schweizer Meister geworden bin und dann später auch an die Weltmeisterschaft.